Das Erzgebirge wird ja als Weihnachtsland bezeichnet. Nur waren dann viel Manneln, Engel, Bergmar, Rachomer, Beremet, Schwibbuhn, Nussnacker. Und er waren dann schön lustigen Weihnachtsgeschichten. Und eine will ich vier lesen, die hat der Wenzelmax für vielleicht 120 Korn geschrieben. Das Baukastel. Die Bescherung war vorbei. Der Vater hat abend gesagt, nu reimte mir das Gelump weg, dass wir Platz kriegen. Ich hab die Zeitung noch gar nicht gelesen. Da fing die Mutter Aschi an, Platz zu schaffen. Der großen Maat ihr Zeich war nie mehr auf den Kommode gelegt. Die musst's doch es so lang liegen lassen, bis die ganzen Gespielen dann fein Weihnachten gesagt hatten. Die neue Bluse hat sich sie angezogen und sie hat am liebsten ne Stift zu neue Kleid an Heiligabend noch zur Meierhulda geschafft, die vor ganze Stadel schneidern tut. Ein wenig Zeig von Hamsterkasten Loch Ami drin. Die neue Bluse hat sich sie angezogen und hat sein neues Indianerbuch auf der Beine liegen. Hielt sich mit zwei feisten Uhren zu und dort nichts sah und hörn. Der Vater nahm aus sein Weihrachtsgarnkistel eine raus, dort sie abbrenne, setzte sich an Tisch nah und dort lasen. Nach der ersten Partie dachte der Ski, na, nächstes Jahr kaufst du dir die Zigarren selber ein. An Tisch da unten war näher noch der kleine Fritz. Da hat sein neues Baukastel ausgepackt und baut. Itze soll der nu wegreimen und an sein kleine Tischel gehen. Es passet nicht recht. Aber wie er sein Vater sein Gesicht einmal nahm der Zeitung such, da war schon gewiss, dass besser wär, er reimet weg. Er sagt näher, er wollt sein Kastel erst wieder richtig einpacken. Er dampret nu aber eine Viertelstunde drin, aber fertig war er noch nicht. Die Mutter guckt den Finkel zu und wie sie merkt, dass nicht von Flack ging, sagt sie, komm her, ich will dir ein wenig helfen. Sie hat nu gebaut und gemacht, in Anfang ging's ganz schön. Aber allemal zuletzt war ein Klätzel nicht unterzubringen. Nun, man hält's doch nicht für möglich, sagt sie ein paar Mal. Da wurde große Maat aufstitzig. Sie kam in der neuen Bluse an die Schnau. Erst guckt sie näher zu, dann fing sie auch mit an einzupacken. Aber es war wie verhext, das eine Klätzel blieb allemal übrig. Lass mich noch einmal, sagt die Mutter wieder und versucht's noch einmal. Sie packet die Fensterklätzel wo anders hin, aber wie es zum Ende kam, ging das eine Klätzel nicht nein. Einen richtigen ruden Krupp kriegt sie. Der große Gung war mit seiner Geschichte so weit, dass er sich einmal in der Stube im Saar konnte. Mit einem Blick hat er weg, dass die Weibsen nicht sprechten und ein Mann brauchten. Mit großtuendem Gesicht macht er an den Tisch nah und guckt erst von runter gemachlich zu, wie sich die Weibsen anschindeten. Er feixet auch ein wenig dazu und das konnten die zwei bei ihrer Arbeit gar nicht leiden. Du bringst's wohl, sagte Gruse ein Finkel gradig. Das war gelacht, sagt der Gung. Wenn's Wetter nicht ist, lass mich da mal her. Es so fix, wie er sich die Geschichte gedacht hat, ging's nun nicht.
Drei, viermal hat er aus- und eingepackt, aber das eine Luderschklätzl war immer noch da. Das ist überhaupt nicht drinne gewesen, sagt er. Sonst hätt ich's neigebracht. Der große Maat sagte was von große Meiler, der Gung was von dumme Gänse, die Mutter redt von Nausfliegen und der kleine Fritz heilet. Da stand der Vater auf seinen Sitz. Kam er jetzt in Heiling und nicht einmal in Ruhe sein Zeiling lesen? Er merkt aber bald, woher der Aufregung kam und sagt schließlich, gab mir mal das Kastel her. Das erste Mal ging's nicht gleich. Da versucht er's noch einmal. Da war auch noch nicht. Das dritte und vierte Mal wurde's nicht anders. Da wollte der große Gung nein machen. Es war sei gelegt, dass sein Platz hinten war, sonst hätten die Vorderhand noch gestreift. Er hielt sich nur aber ein wenig auf der Seite. Der Vater ließ nicht locker. Beim fünften Mal ging die Seite sogar aus. Er merkt es aber nicht und macht Wetter. Aber die Adern auf seiner Stirn wurden wie ein paar Briewürsteln so dick. Die Mutter kannt ihren alten Ski. Sie war neugierig, wo sei Wut rausfahren wir. Da hat ihr das Gelump, legt er. Da hat ihr euch was Schiens aufhängen lassen. Zu zweit traten sie in Loden und wenn sie raus sei, da haben sie sich Donner und Teufel aufreden lassen. Die Mutter sagt näher, ein andermal gehst du. Wenn die Kinder auf deine Einkauf warten wollten, ständ sie in Heiling Abend überhaupt nicht da. Nur das war immer noch besser, wie sei der Krampel. War da nicht so wenigstens ein Vierloch dabei? Die Mutter konnte sich nicht besinnen. Aber sie machet naus ins Kammerle und suchet noch einmal in die Schachteln, wo alles drinne gewesen war. Der Vater wollt's da zwingen, aber wie er schmachet, war's falsch. Zuletzt kriegt er sette Wut, dass er das formale deide Glätzl hernahm und nei in den Ofen fatzet. Da wurs noch net so langer Zeit zu Asch. Der Streitäppel war aus der Welt geschafft. Dann brannt sich der Vater eine neue Zigarre an und dampet wie ein Räucherkerzelmann. Da kam die Mutter mit dem ganz gelegentlichen Gesicht zur Tierrei und hielt einen bemohlten Zettel in der Hand. Na, nur ärger dich nicht mehr. Da ist die Beschreibung. Nu wird's Ski gehen. Sie fing an, die Glätzle neu zu schichten. Aber die Ugelig war erst egal, es zu viel gewesen. Da fehlt jetzt ein Glätzle. Sie schüttelt den Kopf und versucht es noch einmal. Du musst aber der Vater geroten auslachen und konnt bald gar nicht fertig werden. Er macht die Ofentür auf und zeichnet nei, wo das Glätzle noch ein wenig als cool zu erkennen war. Ach du als dumm Schof, du Gruß, das sagt sie. Dann musst du also mitlachen. Na, der kleine Fritz heilet über sein Glätzle. Da sagt aber der Kruse, das machen wir so. Wir backen das Kastel wieder richtig ein und schaffen es wieder in Loden. Und so, es hätte ein Glätzle gefehlt. Da kriegen wir ein anderes Kastel dafür. Der Vater sagt erst nicht, aber dann murmelt er zu seiner Frau. Du hast es gleich, wie du in Scharner Geschichten die Gunge verdammt.